So, ich hoffe mal, dass jetzt alles funktioniert und ich das Ganze nicht nochmal sprechen muss. Hallöchen Freunde, vielleicht habt ihr es ja gerade eben schon im Hintergrund gemerkt. Ich habe renoviert. Das Ganze sah so scheiße aus, dass ich einfach alles abgerissen habe und entschlossen umzuziehen. Und zwar hier nach, hier dieses Dorf mit diesem Tor und diesem Stahlpenis. Berlin, genau. Ich bin hier im wunderschönen Berlin und ja, ich wohne jetzt hier und arbeite auch. Wenn ihr fragt, was arbeitet der Typ denn? Ich arbeite professionell als Straßenpenner. Und das Gute ist, ihr könnt mich treffen, täglich in der U7. Ich steige ab und zu ein, verkaufe euch den Straßenfeger. Wenn ihr möchtet, gebt mir Geld, gebt mir Essen, gebt mir zu trinken. Okay, genug auf Randgruppen rumgetreten, denn da liegen schon die U-Bahn-Schläger. Nein, aber jetzt mal ernst beiseite. Also wirklich ernst, geh mal ein bisschen zur Seite. Noch ein Stück? Ja, so ist okay. Der Witz war scheiße, ich weiß. Obwohl, ich fand mir ganz gut. Ja, ihr seht also, wenn ich etwas behalten habe, außer dieses chronische Reizdarmsyndrom, dann ist es HIV. Heitere, ironische Vlogs drehen. Was dachtet ihr denn jetzt schon? Ja, das Sprücheniveau bleibt so niedrig wie die Lebenserwartung eines äthiopischen Kindes. Der war zu hart? Ach, kommt schon. Hey Leute, das ist doch kein Grund, alles gleich so schwarz zu sehen. Denn wie sagte Roberto Blanco schon, ein bisschen Spaß muss sein. Schwarz sehen, Roberto Blanco. Also dann, das war's eigentlich schon mit diesem kurzen Update-Vlog und Leute, seht einfach nicht alles so ernst, es ist höchstenteils nur Spaß oder bittere Realität. Wenn euch dieser Vlog trotzdem gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, rennt auf die Straße, springt auf einem Bein, schreit laut Wuppdidu, macht ein Foto von dem Ganzen und schickt's an mich, denn dann kann ich euch wenigstens auslachen. Bis die Tage, ciao.